Und drunter? Unten drunter ist ein Stangerl, da kann man die Hosen und die Anzug, alles kann man da aufhängen, nicht? Na, ist das schwer, wenn ihr bloß wisst, was ich machen soll. Ja, dann ruf halt den Max an und frag ihn, wie er es haben will, ne? Ich kann doch den Max nicht anrufen, wenn es eine Geburtstagsüberraschung sein soll. Geburtstagsüberraschung, so ein Krampf, mein Gott. Haben Sie sich jetzt überlegt? Ja, das ist das Hutfach, da sagst du. Nein, das Hemd. Das Hemd, lass ich. Oh, wie oft muss ich das noch sagen? Typisch Wassermann. Ihre Laune brauchen Sie nicht an mir auslassen, gell? Von mir aus machen Sie mit Ihrer Dreckwäsche was wollen. Mach ja. Also, na, machen wir es so, wie wir es besprochen haben. Ja. Ja, wie? Wie es die Frau Eichinger gesagt hat. Frau Eichinger. Ja, kriegt Frau Eichinger einen Schrank oder kriegst du einen Schrank? Frau Eichinger? Ja. Nein, aber sie hat gute Ideen. Ja, die hat gute Ideen. Ah, ja, dann. Was ist denn? Frau Eichinger, jetzt wissen wir nicht mehr, wie wir es besprochen haben. Sagen Sie es doch, mein Bruder hat schon wieder vergessen. Das ist doch ganz einfach. 5 Schubladen, 3 Fächer, eine Ablage und eine Stange zum Aufhänger. Ja. Na ja, ist doch ganz einfach. Machen wir es so. Ja, so machen wir es. Aber das eine sagt dir, dabei bleibt's. Weil wenn ich jetzt nach dem Frühstück runtergehe, dann schneide ich die Bretter zu. Da gibt's keine Änderung mehr. Ist das klar? Ja, an mir liegt es nicht. Nein. Ich darf mich fragen, was sind Sie für ein Sternzeichen? Wieso? Schütze, warum? Schütze. Was haben Sie denn für einen Aszendenten? Krebs, glaube ich. Krebs? Was ist jetzt das? Macht da nichts draus, die spinnt mit den Sternen. Ach so. Aber wir sind uns jetzt einig, gell? Wir sind uns einig. Dann machst du das so, wie wir das gesagt haben, und am Freitagnachmittag um 5 Uhr. Nachher ist er fertig, gell? Ja. Dann zieh ich mich jetzt ohne Fahrrad. Ja, das tust du. Also, das eine kann ich dir sagen, noch mehr so Kundschaft wie meine Schwester, und ich gehe runter und sperre meinen Laden zu. Das wollte ich nicht aus. Schwestertag, Ärgertag. Du hättest dir vielleicht einen Bruder zulegen sollen. Da könntest du jetzt Brüderschaft kriegen. Du redest die leise Stadt. Psst jetzt. Du, Franz? Ja? Was wir jetzt eigentlich gar nicht richtig besprochen haben, ist das Hutfach oben. Das Hutfach ist da herum, das haben wir doch ausgemacht. Da schau her, da droben. Ja so, ja freilich, mein, ich bin schon ganz durcheinander. Ja, das glaube ich. Also jetzt sag ich's noch mal. Am Freitagnachmittag um 5 Uhr kommt der Kollege von Max, holt den Schrank, nimmt mit raus. Okay, du lass mich vor ja nicht im Stich, sonst hab ich kein Geburtstagsgeschenk am Samstag. Nein, du kannst dich drauf verlassen. Okay, ich hab's ja gewusst, dass ich mich auf die verlassen kann. Ja. Bist doch noch einer vom alten Schlag. Ja, vom ganz alten Schlag. Und mach's nicht zu teuer. Was? Nicht zu teuer. Ja, ja.